Ihr könnt euch bestimmt noch an das Osterkamishibai erinnern, an dem Jesus gestorben ist und aus seinem Grab wieder auferstanden. Und jetzt feiern wir bald wieder ein neues Fest, ein großes Fest, und das Fest heißt Pfingsten. Über dieses Fest wollen wir uns jetzt mal informieren und schauen uns mal die Geschichte an, die dahinter steht. Seht ihr das erste Bild? Noch immer ist es für Jesus' Freunde sehr schwer zu verstehen, Jesus ist auferstanden. Weil sie können ihn ja nicht mehr sehen und nicht mehr direkt mit ihm sprechen, und deswegen wissen sie manchmal nicht, wo sie ihn suchen sollen. Aber dann gibt es Momente, da hören sie seine Stimme ganz deutlich und können mit Jesus sprechen. Auf dem zweiten Bild seht ihr einen Berg, auf dem seine Jünger stehen und seine Freunde. Und da erscheint ihnen nochmal Jesus. Und zwar war das genau 40 Tage nach Ostern. Er hat seinen Freunden etwas Wichtiges zu sagen. Habt keine Angst, es werden Tage kommen, da fühlen wir uns durch Gottes Geist verbunden. Bleibt in Jerusalem, vertraut auf das, was Gott euch schenken wird. Und dann erzählt allen Menschen davon. Jetzt passiert was ganz Spannendes. Jetzt müsst ihr mal genau hinschauen. Während Jesus so gesprochen hat, erscheint eine große Wolke. Schaut mal, das könnt ihr hier sehen. Und in dieser Wolke wird Jesus aufgenommen. Seine Freunde, die können gar nicht glauben, was da passiert. Sie schauen zum Himmel und wundern sich. Aber dort, wo er vorhin noch war, sehen sie jetzt zwei Boten. Und diese beiden Boten sagen zu ihnen, zu den Jüngern: Was schaut ihr in den Himmel? Jesus bleibt lebendig mit euch verbunden. Ihr werdet es bald spüren. Das tröstet die Freunde Jesu. Sie steigen vom Berg herab, danken Gott und gehen zurück nach Jerusalem. Zehn Tage später sitzen Jesus' Freunde, schaut mal, alle zusammen an einem Tisch, und sie feiern das Pfingstfest. Es ist ein ganz großes Fest, welches in Jerusalem immer ganz groß gefeiert wird und wo ganz viele Menschen in die Stadt kommen. Und wie sie es von Jesus gelernt haben, essen sie zusammen und trinken zusammen. Sie denken an den langen Weg, den Gott mit den Menschen schon gegangen ist. Sie sind dankbar und freuen sich darüber. So ist es jedes Jahr, aber in diesem Jahr geschieht etwas Besonderes. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was da passiert. Oh, schaut mal, könnt ihr das sehen, was da aus dem Fenster kommt? Was ist das denn? Viele Menschen drängen sich in den Straßen Jerusalems. Da bricht plötzlich ein gewaltiges Brausen los, ein Unwetter. Die Leute bleiben stehen. Erstaunt schauen sie zum Himmel. Sie lauschen, und denen wird es auch ein bisschen unheimlich. Das Brausen kommt aus einem Haus. Dort, wo die Freundinnen und Freunde Jesus sich versammelt haben. Und sie fragen sich, was da passiert. Jetzt schauen wir mal, was in dem Haus passiert, warum das nach draußen so ausschaut. Da sitzen die Freunde von Jesu. Und was haben die denn über den Köpfen? Könnt ihr das erkennen? Wie sieht das denn aus? Das sind ja Flammen. Die haben ja Flammen über den Köpfen. Ich bin mal gespannt, was da jetzt passiert ist. Die Menschen sitzen und reden miteinander. Und die Menschen auf der Straße trauen ihren Ohren nicht. Was machen denn die Freunde da? Sie singen und jubeln und beten. Und das hört sich ja ganz komisch an. Das klingt in vielen verschiedenen Sprachen.
Und jeder, der draußen steht, versteht auch etwas davon in seiner Sprache. Was ist denn da passiert? Oder was hören Sie da? Oder feiern die so wild ein Fest? Also, das können die gar nicht begreifen, was sie da jetzt hören, die Menschen auf der Straße. Und wir sehen diese Flammen über den Köpfen. Ich bin mal gespannt, was die Flammen zu bedeuten haben. Hallo, schön, dass du wieder da bist. Am Sonntag, da feiern wir ein neues Fest. Und das Fest, das heißt Pfingsten. Jetzt hast du ja schon den ersten Teil der Pfingstgeschichte gehört. Vielleicht kannst du dir also schon denken, was wir am Sonntag feiern, was das Besondere am Pfingstfest ist. Aber wir wollen noch mal ein bisschen über die Geschichte sprechen, die wir gehört haben. Am Anfang, da sind die Freunde von Jesus ganz schön traurig. Sie fühlen sich allein, weil, wie du weißt, ist an Ostern Jesus gestorben und auch wieder auferstanden. Aber er ist nicht mehr immer da für seine Freunde. Und deswegen sind sie ein bisschen traurig. Aber manchmal, da begegnet ihnen Jesus noch immer. Er lässt seine Freunde nämlich nicht allein. Für viele ist es schwer zu glauben, dass der tote Jesus in einigen Momenten ganz lebendig bei ihnen ist. Wie soll das denn noch gehen? Und deshalb zeigt Jesus ihnen die Wunden an seinen Händen und an seinen Füßen, die Wunden vom Kreuz, die Wunden, wo er ans Kreuz genagelt wurde. Und wie auch schon bei seinem letzten Abendmahl vor Ostern mit seinen Freunden, teilt er Brot und Wein. Und dadurch wissen die Jünger, er ist es wirklich, der echte Jesus. Vielleicht erinnerst du dich auch noch an Petrus, der Jünger, der Jesus verleugnet hat, der gesagt hat, ich kenne diesen Jesus nicht. Als Jesus gekreuzigt wurde, war er ziemlich traurig, so etwas gesagt zu haben, weil eigentlich war Jesus doch sein bester Freund. Und diesmal, da fragt Jesus Petrus, ob er ihn lieb hat. Und Petrus sagt dieses Mal, ja, Herr, ja, ich hab dich lieb. Und darüber freut sich der Jesus und er gibt Petrus eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Er soll sich um alle Menschen kümmern, die Jesus genauso lieb haben wie er. Und dann passiert wieder ein Wunder. Dieses Wunder, das haben wir schon letzte Woche Donnerstag gefeiert. Und zwar hieß dieser Feiertag Christi Himmelfahrt. Genau 40 Tage nach Ostern trifft Jesus sich mit seinen Freunden am Ölberg. Und dann sagt er, ich werde nun nicht länger bei euch bleiben, aber über euch wird der Heilige Geist kommen und ihr werdet den Menschen von mir erzählen. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Aber wie kann denn der Heilige Geist über uns kommen? Und wie ist Jesus überhaupt in den Himmel gefahren? Hat er einen Aufzug genommen und ist hochgefahren? Nee, da kam eine Wolke vom Himmel. Eine Wolke, die ihn einhüllt und in den Himmel hob. Die Freunde von Jesus sind ganz erstaunt. Jesus ist jetzt in den Himmel gefahren. Aber komischerweise haben sie gar keine Angst. Denn sie wissen, dass er jetzt trotzdem immer da sein wird, auch wenn sie ihn nicht mehr sehen können. Also gehen sie zurück nach Jerusalem, um den Menschen von Jesus und Gott zu erzählen, so wie Jesus es ihnen gesagt hat. Und 10 Tage nach der Himmelfahrt wird in Jerusalem ein großes Fest gefeiert. Und das ist das Pfingstfest. Alle Menschen feiern in ihren Häusern und auf den Straßen und so auch die Jünger. Sie essen und trinken gemeinsam, so wie früher mit Jesus. Plötzlich passiert etwas, ein neues Wunder. Ein heftiges Brausen. Es hört sich an wie ein Unwetter, ganz laut und auch ein bisschen beängstigend. Und aus dem Haus, in dem die Jünger feiern, hört man nicht nur das Brausen, sondern man sieht auch Feuer,
Über den Köpfen der Jünger waren Flammen, Feuerzungen zu sehen. Sie kamen von oben auf die Jünger herab. Ist das der Heilige Geist, von dem Jesus gesprochen hatte? Und noch etwas war ganz seltsam. Die Jünger konnten plötzlich in fremden Sprachen sprechen. Einfach so. Ist auch das ein Geschenk Gottes, so wie Jesus gesagt hat? Lasst uns ein bisschen darüber nachdenken. Ich bin ja jetzt ganz aufgeregt, wie es weitergeht. Pfingsten scheint ja auch ein wirklich ganz besonderes Fest zu sein.